Für demokratische Verhältnisse in Afghanistan sollen auch die 62.000 US-Soldaten sorgen, die am Hindukusch stationiert sind. Bis Jahresende sollen weitere 6.000 entsandt werden. Wie sich Amerikas militärische Abenteuer auf die US-Gesellschaft auswirken, zeigt die Dokumentarserie In Their Boots. Hier kommen auch die Partner schwuler und lesbischer Militärangehöriger zu Wort. Und die bangen gleich doppelt um ihre Liebsten. Wegen der Gefahr vor Ort, aber auch, weil Homosoldaten vom eigenen Arbeitgeber angefeindet werden. Wolfram Emter. Don't Ask, Don't Tell verbietet amerikanischen Soldaten, sich zu outen. Aber nicht nur sie, sondern auch die Partner leiden unter dem Gesetz. Die Dokumentarserie In Their Boots erzählt von deren Ängsten und Bedürfnissen. Ben Cartwrights Freund ist im Irak stationiert. Das Paar sieht sich selten. Ihre Gefühle müssen sie vor der Öffentlichkeit verstecken. I couldn't drive into the base, where normally they drive in to pick them up and get to say hi. He had to walk like a mile off the base. And then I couldn't hug him until we got out of 29 Palms, because people standing on the streets and could have seen that. So I had to say just hi, hop in. You know, I wanted to like scream and be like, oh my God, and hug him and like cry. Eine für alle bedrückende Situation. Wer den Beruf seines Partners nicht gefährden will, der verleugnet die Beziehung. Don't Ask, Don't Tell ist mehr als reines Verschweigen von Homosexualität, sagt Produzent Richard Ray Paris. It's created a witch hunt scenario. We know is unhealthy for any social organization or group. But in essence, your colleagues, your neighbors can tell on you. They can provide information that can launch an investigation that can lead to very serious negative repercussions. And it happens. Schlimmer noch als die Angst, entdeckt zu werden, ist die Angst, dass der Partner im Einsatz ums Leben kommt und man nicht informiert wird. No news is for a straight family is good news. For me, being outside of the formal chain of communication, no news doesn't mean anything, because they're not going to contact me. In Their Boots ist die erste Dokumentation, die über das Leid der Angehörigen homosexueller Soldaten spricht. Ein neues, ein überraschendes Argument gegen ein Gesetz, das endlich vom Tisch muss. Mehr Infos zu der Doku und wie und wo Sie sie anschauen können, steht auf tim.de.